meine Lieben. Heute gibt es eine leckere Marzipantorte von mir. Die ist wirklich super einfach hergestellt. Marzipantorte, weil meine Torte habe ich jetzt mit einer Marzipandecke gemacht. Die Füllung hat nichts mit Marzipan zu tun. Aber ich finde, es ist halt immer zu viel, wenn die Füllung irgendwie Marzipan beinhaltet und dann nochmal eine Marzipandecke. Das wird mir zu viel Marzipan. Deswegen eben nur die Decke. Und los geht's jetzt mit den Zutaten und der Zubereitung. Für den Teig brauchen wir Eier, Zimmertemperatur. Dann habe ich hier Zucker, Mehl, Mandelmehl, also einfach gemahlene Mandeln. Und ich verwende irgendwie immer gerne die mit Schale, aber ihr könnt auch die ohne Schale nehmen. Dann habe ich hier Speisestärke, geschmolzene, etwas erkaltete Butter. Dann habe ich hier Backpulver und eine Prise Salz. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch noch Zimt in den Teig geben und Vanillepaste oder eben irgendwie ein Vanillearoma oder so. Passt auch hervorragend oder irgendein anderes Aroma passt natürlich auch gut. Und los geht's jetzt mit der Zubereitung. Dafür gebe ich mir die Eier in eine Rührschüssel zusammen mit der Prise Salz und dem Zucker. Und so lasse ich das Ganze jetzt 10 bis 15 Minuten ungefähr schön cremig, weißcremig schlagen. Es muss so eine schöne feste Masse entstehen. Meine Masse ist jetzt schön aufgeschlagen und jetzt können wir die restlichen Zutaten noch reinsieben. Also Mehl, Speisestärke und Backpulver. Sieb das Ganze auch unbedingt rein, damit der Biskuit keine Klumpen hat später. Und hier habe ich das Mandelmehl, das brauche ich jetzt nicht sieben, das gebe ich so mit da rein. Und nun verrühre ich alles ganz vorsichtig, ohne die Luft in der Eimasse allzu sehr rauszuschlagen, in solchen Drehbewegungen, also in solchen Kreisen. Und zum Schluss kommt jetzt noch die zerlassene Butter hinzu. Und wird ebenfalls noch kurz untergearbeitet. Meine Springform habe ich mir jetzt schon mit Backpapier ausgekleidet und die hat einen Durchmesser von 24 cm. Und hier gebe ich jetzt die komplette Biskuitmasse rein. Und verstreiche sie noch vorsichtig. Und so kommt jetzt mein Biskuitteig in den vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 25 bis 30 Minuten. Es könnte auch unter Umständen ein bisschen länger noch als 30 Minuten dauern. Es ist immer ganz unterschiedlich. Bei mir ist es halt auch immer unterschiedlich. Deswegen schaut auf jeden Fall rein, macht die Stichprobe. Wenn nichts mehr hängen bleibt, ist der Biskuitteig fertig. Lasst ihn nicht zu lange drin, denn Biskuitteig kann echt trocken werden und das schmeckt dann überhaupt nicht mehr gut. Mein Biskuitboden ist jetzt fertig und hat bei mir genau 25 Minuten gebraucht. Also macht nach der 25. Minute unbedingt mal die Stichprobe. Und dann wisst ihr Bescheid. Und jetzt können wir die Buttercreme vorbereiten. Ich mache eine deutsche Buttercreme. Die wird nämlich mit Pudding vorbereitet. Ihr kennt das eigentlich schon von meinem Fondant-Kuchen-Video, das ich zu meinen Eltern zum 50. Geburtstag gemacht habe. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen, aber ich zeige euch das jetzt trotzdem nochmal schnell. Wir brauchen dafür weiche Butter. Und diese werden wir jetzt einmal schön geschmeidig rühren. Wenn dies getan ist, ihr hättet natürlich die Butter auch mit etwas Puderzucker aufschlagen können. Ich habe es diesmal anders gelöst. Ich habe einfach in meinen Pudding ein bisschen mehr Zucker reingegeben. Die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich unten in der Infobox. Und ich habe diesmal einen Fertigpudding genommen, also Puddingpulver. In meinem Fondantkuchen-Video habe ich den Pudding selber zubereitet. Das könnt ihr auch machen, aber wenn ihr einen Fertigpudding nehmt, dann macht ihr ihn einfach so nach Packungsanleitung. Das brauche ich euch ja nicht zu zeigen. Und jetzt wird unter ständigem Rühren der Pudding löffelweise hinzugefügt. Und immer wenn der Pudding so ein bisschen eingearbeitet ist in die Butter, wird ein neuer Esslöffel reingefügt.
Und achtet darauf, dass Pudding und Butter dieselbe Temperatur haben, also Zimmertemperatur, denn ansonsten werden sich diese zwei Zutaten nicht miteinander verbinden. Ganz wichtig. Und dann brauchen wir noch etwas Zitronenaroma und davon gebt ihr einfach so viel rein, wie ihr wollt. Ich gebe hier jetzt so ein paar Tröpfchen rein, also vielleicht die halbe Flasche. Und dann vermixe ich das Ganze nochmal kurz und dann ist die Buttercreme auch schon fertig. Und jetzt können wir den Kuchen zusammensetzen. Ich habe meinen Biskuitboden jetzt durch drei geteilt und hier gebe ich etwas Aprikosenmarmelade drauf. Hier rüber verteile ich etwas von der Buttercreme und gebe dann den zweiten Tortenboden drüber, leicht andrücken und wieder etwas von der Aprikosenkonfitüre darüber verteilen. Ihr könntet die auch. Und auch hier kommt wieder etwas Buttercreme drauf. Und nun zum Abschluss kommt jetzt der dritte Tortenboden noch drauf. Und jetzt wieder dasselbe Spiel, etwas Aprikosenkonfitüre, allerdings jetzt keine Buttercreme mehr, denn wir werden jetzt später noch Sahne aufschlagen und die Torte mit der Sahne ummanteln. Jetzt gebe ich den Kuchen für circa 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank, damit die Buttercreme zwischen den Schichten schön fest werden kann und wir einen stabilen Kuchen haben, um den dann später mit der Sahne zu ummanteln. Hier habe ich mir einfach Sahne mit Sahnesteif aufgeschlagen und verteile die Sahne jetzt rund um die Torte. Hebt euch noch ein bisschen auf, denn wir dekorieren später die Torte über den Marzipan noch. Und hier habe ich jetzt eine Marzipandecke. Ich arbeite das erste Mal mit einer. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich habe meinen Marzipan früher immer selbst ausgerollt. Und ich wollte aber unbedingt mal diese Marzipandecke ausprobieren. Findet ihr in jedem größeren Supermarkt. Oh. Und jetzt werde ich versuchen, die Marzipandecke mittig auf meine Torte zu stürzen. Und die Folie entfernen. Und jetzt wird das Ganze, wie beim Fondant auch, vorsichtig versucht an die Torte zu legen. Und das ist nicht ganz so einfach wie beim Fondant, denn ihr wisst, Marzipan ist klebrig. Deswegen braucht ihr auch gar kein Fondantglätter oder so, der würde euch ohnehin nur daran kleben bleiben. Einfach faltenfrei schlagen unten und an die Torte kleben, nicht ziehen. Und dann werde ich mir den Überschuss jetzt einfach mit so einem Marzipanmesser wegschneiden. Den Rest schmeißt ihr jetzt natürlich nicht weg, sondern nehmt euch ein bisschen Puderzucker, hier so auf die Arbeitsfläche und verknetet dieses Marzipan zu einem Teig. Und dann könnt ihr jetzt entweder so ein bisschen Deko damit noch machen für eure Torte oder aber ihr benutzt es dann für was anderes. Durch diesen Puderzucker klebt ihr euch dann nicht so arg an den Händen. Ich habe den Überschuss jetzt zum Beispiel zu so einem ganz langen Strang geformt und lege ihn unten an den Kuchen an, sodass ich einen schönen Abschluss hier unten habe, denn Marzipan kann man nicht so ganz faltenfrei schlagen, zumindest ich kann das nicht, die Profis ganz sicher. Hier habe ich mir etwas geschmolzene Zartbitterschokolade reingegeben, das ist sowas wie ein Spritzbeutel, so aus Plastik, ich weiß jetzt nicht, wie sich das nennt, und werde mir hier jetzt so kreuz und quer Schokofäden drauf machen. Und schmeckt gerade Schrott, weil hier noch so viel Luft drin ist und das nicht so schnell runterfließt. Also was heißt Schrott halt? Müsst ihr für euch selbst bestimmen, falls ihr das auch habt. Ich hätte es lieber mit einem Beutel gemacht. Meine übrig gebliebene Sahne habe ich mir hier in so einen Spritzbeutel gegeben und habe mir hier unten so einen Sternaufsatz reingemacht.
Und hier habe ich noch ein paar Haselnüsse. Ihr könnt eure Torte natürlich so dekorieren, wie ihr wollt. Und ich werde mir hier jetzt überall so Tupfer drauf geben. Und die Haselnüsse gebe ich mir so auf die Tupferchen drauf. Ich mache jetzt erstmal auf jeden zweiten und gucke dann, wie es aussieht. Wenn es mir zu wenig ist, kann ich das ja dann noch ausfüllen. Und ich finde das so jetzt auch schon schön. Ich werde meine Torte so lassen. Und ich würde euch aber trotzdem jetzt noch mal raten, sie für 1-2 Stunden weiterhin in den Kühlschrank zu stellen. Dann zieht sie jetzt noch mal ein bisschen und dann könnt ihr sie auch schon anschneiden. Und fertig ist die Marzipantorte. Die schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Die passt hervorragend in den Herbst-Winter. Ihr solltet die auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenn ihr meine Torte ausprobiert, würde ich mich nämlich auch sehr über Fotos freuen. Und gerne mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!